So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Plagge. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem dritten Seuchtyp. Bild. Und zwar natürlich auf normal. Mino. Mino. Falsch. Mino, Mino, keine Ahnung, wie ich immer drauf komme. Gen entdeckt 98%. Okay, wie macht mir das eigentlich Sorgen, als mich zu erfreuen? Gut. Der Pilztyp ist ein bisschen, sagen wir mal, naja, langweiliger. Aber funktioniert genau nach dem Bakterientyp Prinzip. Und zwar Indien. Spielsporen über schwere Distanzen, ja, okay. Neuländer, wie gesagt. Ja. Fähigkeiten, wie man hier sehen kann, sind hier diese 12 Sporenfelder. Diese sind dafür da, um halt die Krankheit überall auszubreiten. Also damit es schneller geht. Es wird eigentlich halt nur langsamer dauern. Es funktioniert aber trotzdem so. Aber wichtig ist halt, jetzt da ich nicht mehr Virus habe, sondern Pilz. Oh, das war zu laut. Den ist gefährlich. Also muss kann ich auch einen verrückt machen, glaube ich. Nee, also wie gesagt, dauert ein bisschen länger. Wichtig ist halt wieder warten und Ruhe bewahren. Am Ende, aber es ist, also bei meinem letzten Durchgang, wo ich das geschafft habe, hatte ich sehr viele DNA-Punkte. Also schwer ist es nicht. Ich halt nur durch die Krankheiten, da die Überträger hier. Armregion. Ansteckungsgefahr, Landübertragung, erstmal. Da wir in einer armen Region sind. Indien zählt ja nicht unbedingt zu den reichsten Ländern der Welt, trotz 1 Milliarde Einwohnern. Wichtig ist auch schnell nach China. Was? Diese Nachricht kommen wir mal so rein, denn die ist manchmal echt verwirrend. So. 660, ja, es geht langsam voran, ich weiß. Aber Fettleibigkeit. Komische Kiste, wirklich komische Kiste. Ja, ne? Perfekt. 10. Müssten wir wieder das nächste haben. Ist nämlich erstmal Luft und danach gleich Vogel. Damit wir auch die Chance haben, dass es über Flugzeuge sich weiter verbreitet. Das ist das Wichtigste. Und dann noch schnell Land und wie gesagt, immer das Gleiche. Zweimal Eis und zweimal Schiff, also Wasser. Weil wir müssen nach Grönland, also zu den ersten Sachen sein. Also erst Ausbreitung, dann den Rest. Wie gesagt, am Anfang auch mal ein bisschen langsamer. Schade, dass sich nicht exponentiell ausbreitet. Ich 1, 2, 4, 8, 16, 32. Oh. Gut, 12 Punkte. Zeit für Vogel. So, nach Wasser kostet 11, okay. Heiße Länder werden was? Heißer? Globale Erwärmung. Punkte fürs nächste. Mutationen gibt es ja anscheinend kaum welche. Ah ja. Riesenwal versenkt Fischerboot. Hätte es ein paar Tote geben können, oder? Zysten sind tot. Das ist doch mal schön. Nämlich. Ja, damit.
Ja, Baby, I agree. Kind erfindet das Rad neu. Okay, wie kann man das denn nochmal neu erfinden? Hat jetzt ein Rad und mehr Stabilität. So, Schiffsverkehr ist jetzt auch. Das müsste ich eigentlich... Interessant, wartet mal. Ein Punkt kostet es. Und das kostet 2 Punkte. Zack. So, jetzt wird... Jetzt tauchen die irgendwo auf, ne? Und jetzt... Du hältst 2. Ausgeben, aber... Ey, das ist ja mal geil, ja. Jetzt hat man wieder mehr als vorhin. Das Spiel verarscht. Also, Pilze scheint doch wirklich eine der einfachsten Sachen zu sein. Eis kostet 9, okay. Gleich Kälte. Nur 2 kaufen und dann de-evolutionieren und dann habt ihr das eigentlich drin. Aber es ist zumindest schön ausgebreitet. Also mehr kaufe ich nicht. Das wird jetzt halt ein bisschen länger dauern. Aber auch nicht so viel. Okay, Vögel. Denen geht's auch gut. Tote Vögel interessiert ja keinen. Tägliche Infektion wenig eigentlich. Tralala, tralala, wir warten noch, bis es hier funktioniert. USA, USA. Ja, in die USA. Ja, das langsam beginnt. China bitte. China, danke, China. Überträge Rad haben wir noch nicht. Das ist schon ein guter Lösch nicht, glaube ich. Also nicht in den Städten. Oder doch? Zum Beispiel in Berlin, glaube ich, gibt es fast nur Mäuse aufschließlich. Aber ich weiß es nicht, ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt so ein führender Nagetier-Experte. Symptome? Nö. Das kostet 14, da ist ja, naja. Abgeordneter darf Schwert im Parlament tragen. Wenn er damit glücklich wird. Alter, ist ja jetzt schon rot. Und neues Symptom, muss gleich wieder weggemacht werden. Zack, Überträgung durch. Nagetier. So, das müsste jetzt... Indien hat auf 60 Millionen. Jetzt ist wieder nur eine. China? Das war ein Rätsel schon wieder. Also. In heißen Klimazonen, genau. Passend. Ja, diese Poren, Sporen haben sind nicht allzu gut mit dem Ausbreiten, aber nach einer Weile geht es dann trotzdem los, weil es einfach nicht anders geht. Weil sehr, sehr langsam. China hat es immer noch nicht geschafft. Wie sieht es eigentlich in Afrika aus? Oha. Ostafrika infiziert. Okay, also jetzt stoppt das gerade ein bisschen.
wenn es dann mit dem Ausbreiten eigentlich geklappt hat, dann wird schon richtig funktionieren hier. Es muss halt nur wirklich ein Flug jetzt nochmal aus Indien, beziehungsweise China hat es jetzt auch eigentlich erwischt, weil diese beiden Länder sind einfach perfekt, weil ja wirklich schon 2 Milliarden davon weg sind. Ich merke, naja, okay, fast 7. Da sagen wir, dass das dort ein Drittel ist der Weltbevölkerung ist dort. Wirklich in diesen zwei Ländern. Ich meine ein Drittel, sorry. Ja, ein Drittel. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist dort und... Oh, da fährt das Schiff. Na, schade, dass ich es verpasst. Okay, ja. 8 Punkte haben wir schon. Ich habe alle Überträge einmal. Okay, so noch Hitze und das andere da. Da geht es nämlich auch nach oben und nach unten. Sofort wieder weg. Los weg, ganz ehrlich. Es geht null. Ja, die Millionenanzeige steigt jetzt wieder. Die dauern nicht an China. Fest der Liebe in Afrika. Ja. Freut mich für die. Oh, eigentlich viel zu sagen gibt es nicht. Also, das ist meine die gleiche, grundlegend gleiche Taktik. Warten. Und verstecken. Die Flüge sind ein bisschen wenig, finde ich, mein Nachwuchs. Also da kommt eigentlich viel mehr auf. Also bei mir flog gleich einfach mal fast direkt nach Amerika einmal. Also richtig durch. Und jetzt breitet sich aber jetzt auch als eigentlich aus. Da zum Beispiel hier, Saudi-Arabien, Irak. Und bei 2 Milliarden sind wir schon. Überträger. Noch einmal Wasser. Und dann noch den Rest. Könnte man über ein Schiff handeln jetzt. Langsam vorwärts kommen. China ist auch komplett infiziert. Wie man sieht, habe ich hier schon 3 Millionen. Also wirklich in diesem kleinen Gebiet da. Oh, da fliegt ein Flugzeug. Wieder so viele Punkte, ey. Unglaublich. So, jetzt kann ich auch mich besser ausbreiten. In den europäischen Ländern. Da sieht man doch nicht. Und noch ein Distrikt. Also vom Mutation her ist es eigentlich eher sehr langsam. Halt da nicht so laut. Zum Kotzen. Kasachstan hat nichts. Polen. Okay, noch ziemlich viel gesund. Schade eigentlich. USA. USA. Ich habe doch jetzt eigentlich schon alle Überträger. Ja, noch. Noch immer Eis. Auf 17. Und da mal unten noch ein paar Schiffe. Und der fliegt nach
Na toll. Von Südamerika nach Nordafrika. Und jetzt hat auch eigentlich den Westen erreicht. Jetzt nochmal, dass es auch nach Kanada geht. Wichtig, dass es auch nach oben sich ausbreitet. Weil diese Island, Grönland, Kanada, die wollen alle nicht. Alle südlich davon, also alles, das hat immer geklappt. Tote. Und ohne was gemacht zu haben. Okay. Russland hat's erwischt. Kurz gucken, eigentlich glaube ich. Jetzt müsste ich anfangen zu sparen. Und werde nur noch diese Punkte einsammeln. Weil jetzt ist es erstmal Pause angesagt. Mittelamerika, naja, wieso nicht? Deutschland ist gesund. Ich brauche jetzt die Punkte für die Krankheiten. Ich kriege sonst später gar nicht mehr rein. Und ich möchte ja mal beide Krankheiten ausprobieren, weil beide sind stark, diese. Auch Koma ist eigentlich ziemlich hart. Flugzeug. Mexiko ist jetzt auch infiziert. Tsunami ist Spanien erwischt. Zu 133 tot. 1333 tot. Und schon bei 4 Milliarden. Heiliger Scholli. Und schon beim 30.05. Also das ist ziemlich sehr langwierig. Aber man schafft das. Also das war für mich das Gefühl das längste von allen. Also, freut sich mal auf den Nanovirus. Das geht ruckzuck. Aber ich habe das nicht geschafft, weil, naja, nochmal die Ansätze fehlten, es richtig zu machen. Fliegen halt alle Infizierten hier rum. Welcherweise geht es aber nicht nach oben. Die USA mit einem Weltvolk da. Ich könnte ruhig ein paar Leute mir geben. Und in den USA hat es jetzt auch einer geschafft. In den USA, auch wenn nicht so wie ich das gerade eigentlich gedacht hätte, wurde die Krankheit erfolgreich eingeschleppt. Welche Länder sind noch nicht? Was, so viele? Na, Afrika ist ja gleich hinter sich. Come on, bitches. Bitches. Ja, tschüss. Oh. Dies ist Russland. Wir werden rot. Krasse Scheiße. Und dann Australien ist auch schon infiziert. Wie soll denn das eigentlich gehen? Ach man. Marokko nicht mehr infiziert. Witz. Sahara scheint doch nicht so geil zu sein, um einfach mal durchzufliegen. Grönland. Immer noch uninfiziert.
Okay. Oh, USA. Was für erschütternde USA nicht. Viehbestand anfällig gegenüber Infektionen, erhöht Ansteckungsgefahr vor allem in urbanen Regionen wie Mutationen. Nee, das ist viel zu teuer. Da bin ich schon was, da bin ich echt geizig. Das Gute darin ist halt, wenn man hier mal wirklich abgesperrt wird, so wie Grönland oder Madagaskar, heißt es das nicht, dass ich da jetzt nicht mehr rankomme, denn ich müsste einfach da nochmal 3 Punkte zahlen. Dann hätte ich das Land auch noch geschafft. Weil das kann man halt auch nicht absperren. Das ist unmöglich. Also man baut so eine Glaskuppel um das eigene Land, aber selbst dann würde man irgendwie nur reinkommen. Vereinigtes Königreich. 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 Bis jetzt wurden wir auch noch nicht entdeckt. Dann haben schon 80%. Japan hat auch noch. Wow. Also Leute, ich höre euch, ich bin kurz vorm geistlichen Zusammenbruch. Denn das geht ja mal gar nicht klar. Come on. Come on. Flugzeuge fliegen durch die Gegend. Gie. Enemies sind I, ah, oh. Bloß nichts aus, nee, bloß nicht ausbilden, jetzt wo sowieso China gezielt ist. Weil die finden sofort eigentlich mal was. Los. Schwere Stürme erschüttern Polen und nochmal 100 Tote. Mann, ja. Stimmt, wir haben auch in Europa gibt es auch Tornados. Keine Hurricanes, aber Tornados. Haben schon mal Dächer kaputt gemacht in Deutschland. Aber keine Tote. Yay. Oh, ah, Schubi, du, warum wird das jetzt hier nicht du? Diese Ausbreitung, ey, boah, so was siehst. So, dann haben wir schnell. Irgendwie ging es damals ein bisschen schneller. Na, ich habe eigentlich alles schon gut. Was habe ich auch zwei? Okay. Okay, ich nehme alles zurück. Jetzt bist du nur noch Grönland eigentlich. Grönland und Karibik, achso, okay. Neuseeland und die Karibik. Ein Land, das man lieben muss, weil es einfach hier ist. Da drin. Da drin.
Aber auch ein gutes Ding, so ein Weltatlas, so, dass man mal lernt, wo was ist. Zwar nicht die Kleinstädte, aber was soll's. Ein bisschen Musik hören, keine Ahnung, also ich warte, bis hier es echt mal losgeht. Wenn das Grönland das letzte ist, dann kann ich auch wirklich diese Kacke da. Okay, diese beiden Länder da waren auch nicht wahr. Ich habe vor allem Schiff 2. Schiff 2. Ganz, wenn die ganze Welt so ist, dann sind Sporen auch nicht so lange, sondern die werden ja dann überall verteilt. Frankreich habe ich ausgewählt. Frankreich komplett infiziert. Interessant, dass auch Polen sich immer so hält. Argentinien, ja, gechillt. Ihr gebt langsam auch auf. Also wenn die mich entdecken, dann... Nee, keine Ahnung, kann ich nicht bringen. Grönland hat's erwischt. Wobei sich in Kanada das auch wieder so lang ist. Ich meine, Kälte 2. Kälte, verdammte Scheiße, 2. Ich hoffe, vielleicht im Sommer wird's besser. Also jetzt sind wir schon im dritten Jahr. Wir gehen hier 2012. Okay, muss man nicht alles so ernst nehmen. Als wie lange? Hat auch schon erwischt. Ein Land noch? Ach, die Karibik, ach ja. Die Karibik. Das Land, was er einfach nicht will. Hier ist auch noch Italien. Nur Bock drauf. Neuseeland. Grönland hat ein paar Punkte. Come on. Grönland nichts. Kanada auch nichts. Oder nichts Wirkliches. Noch ein paar Länder. Vor allem wirklich, wenn alle Leute infiziert sind, ja. Wer fährt denn bitte dann die Boote? Ich kann ja nicht infizierte Boote dann fahren. Wir müssen ja auch mal im Land ein bisschen Kontakt haben zu Menschen, oder? Zumindest zu ihrem Arbeitgeber. Oder ist der Captain einfach auf dem Boot und lebt da in seiner Kajüte. Tag für Tag, ungehemmt, ungebremst. Selbst Grönland ist schneller als Kanada, guck hier, 1000 im Verhältnis. Also noch zwei doofe Länder. Ein doofes Land. Ich will nämlich keine Punkte ausgeben müssen. Freue ich mich, keine Lust mehr zu warten. 7? Okay, nö. 7 ist echt zu teuer.
Echt nicht. Kann ich nicht bringen. Bleiben wir bei Neuseeland. Kriegst viele Leute, die von Deutschland nach Neuseeland. Ups. Von Deutschland nach Neuseeland extra angereist kommen. Also ich meine, ihr Auslandssemester noch wirklich nirgendwo. Guck mal, wo das ist. Da unten. Was zur Hölle? Was verschlägt mit den Menschen dorthin? Grönland. 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 Kanada. Weil da keiner da ist. Oh. Rede gerade mal ein bisschen verfolgen so. 12, 17. Also wirklich das nächste Symptom, glaube ich. Und dann gehe ich, dann beginne ich mit der Auslöschung der Menschheit. Ich denke mal noch eine Mutation müsste noch kommen. Hoffe ich. Bitte. Kanada. Weil keiner ist in Kanada. Wenn keiner in Kanada wäre, wäre keiner da. Also hat sie keine kanadische Staatsbürgerschaft. Und was haben sie für einen Pass? Keiner. Keiner da. Ha. Ha. Ding. Klasse willst du. Nee, ich krieg das zum Anfall. Symptome, jetzt nochmal. Husten. So. Jetzt hat Japan hat mich natürlich entdeckt. Weil jetzt hoffentlich mal Kanada es auch wirklich schafft, sich zu infizieren. Aber noch 3 Jahre Zeit, das ist entspannt. Türkei scheint nur gegen Husten etwas zu haben. Millionen. Täglich keine Million. Okay. Niesen. Natürlich keine Tote. Aber Kanada sollte es mal nicht langsam überlegen, infiziert zu werden. Das mich wirklich ankotzt. Na, na, na. Come on. Dun, 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 dun. 17. Russland komplett. Polen komplett. Italien komplett. Unglaublich einfach. Unglaublich. 10 Mille. Ich glaube, das müsste jetzt gleich so weit sein. Sechs Mille. Symptome. Zack, zack und dann rüber. Okay. Ach Leute, komm schon.
Und jetzt können wir loslegen. Hier nochmal die Bestätigung 0. Rückentwicklung. 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 Insekten. Yes. Symptome. Zack, und totales Organversagen. Fieber. Haut, irgendwas. Und Nekrose werde ich auch nochmal. Schwere und Tödlichkeit der St Koma ist nicht so, aber die Tödlichkeit von Nekrose ist. Guck mal bei Tödlichkeit diesen Balken an. Also den werde ich sofort nehmen, der 33. So, Minimum entwickeln, um zu getötet, um zu töten. Erster Todesfall in der Ukraine. Schade. Und jetzt 1 Million Tote. Boah, das geht jetzt richtig schnell jetzt. Ist aber auch mit der Krankheit der Forschung ziemlich hart. Aber wenn ich schneller bin, kann da keiner mehr wieder dran forschen. Und das ist eigentlich immer der Sinn, dass alle infiziert sind. Weil alle können sterben. Bisschen gruselig. Immer wieder, die Kacke. Tödlichkeit. Da ist er. Oh, da habe ich noch ein paar Fähigkeiten dafür. Auf die jetzt noch. Oh, was haben wir hier? Die ist auch richtig tödlich. Hämorrhagischer Schock. Vor allem die Tödlichkeit an. Das ist richtige Krankheiten. Dass ich jetzt Bruttag im Punkt bekomme, haben wir das schon in einer Woche. Und eine Mille, Milliarde. Alter. 55. 73, 100 Millionen Menschen am Tag. 58 Tage ist aber wenig, du. Aber das schaffen die trotzdem nicht. 56, 55, 54, 53, 56, da ist sie wieder. Die steigende Wartezeit. 30. Ach ja, genau, so wollte ich's. Und 153. Oh, 166. Das sind Rekordzahlen. Und es werden schon immer mehr Tage und somit ist auch dieses Spiel gewonnen. Halt wie gesagt mit Geduld. Ist jede Runde zu meistern. Neues Symptom, das ist ja noch relativ tödlich. Ich gehe jetzt wirklich nochmal unten auf die Tabelle. Mindere Blutungen klingt ziemlich scheiße. Ach Mensch, ja, das schafft ihr eh nicht mehr, tut mir leid. Ihr wart zwar kurz. Na, kurz nicht, aber ihr wart schon davor. Unfallkliniken. Oh, schon einige Regierungen kaputt. Die Daten. Vernichtete Länder noch keine, aber Menschheit wird bald ausgelöscht. Wir sind schon bei 252 Tagen. Tja, schade. Aber ich hab's mal wieder geschafft. Schlafstörung 11, Alter. Das geht eigentlich noch. Das ist genauso schädlich.
Anfälle vielleicht ich noch dazu komme. Ich will mal kurz gucken, ob es was da nochmal so gab. Wahnsinn. Deutlich schwerer zu heilen. Wahrscheinlich schwerer bedeutet, ob man überhaupt heilen kann. Hat sogar noch zurückgegangen gerade eben. Glaube ich. 58, 59. Ah, okay, die Menschen. Da fliegt sogar noch was. Hammer, du. Alles gescheitert. Alles geht im Bach runter. Alter, wirklich, wie viele Menschen wir geschafft haben. Das war ja schon ein Rekord. Das war ein Rekord um ihn. Minimum wird die Menschen vernichten. Naja. So, das war's auch schon. Die letzten sind auch erst kurz. Und das war's. Yeah, nochmal den Krankheitsverlauf. Ansteckungsgefahr ist relativ gleich geblieben, weil ich nichts mehr hatte die ganze Zeit. Kurz gestiegen, kurz unten und dann nochmal gestiegen. Die Schwere und die Tödlichkeit sind aber echt wirklich explodiert. Kann man richtig sehen, dass es richtig explodiert von nichts auf alles. Gesund. Auch die Toten wirklich in einer sehr kurzen Zeit. Der Heilungsverlauf. Es ist zwar ganz schnell immer und danach schaffen es nicht mal rechtzeitig zu heilen, weil wirklich alle infiziert sind. 1233 Tage ist nicht schnell, aber es reicht. Luftbonus. Naja, ich habe es ja eh nicht gekauft. Gut, dann danke fürs Zugucken. Und wie gesagt, immer die gleiche Taktik. Eis, Eis, Schiff, Schiff und warten und dann töten. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Doch, Adi.